Verstärkte Grenzkontrollen für risikoreiche pflanzliche Lebensmittel. Was bedeuten sie für den Import? Lebensmittel müssen bei der Einfuhr die Anforderungen des schweizerischen Lebensmittelrechts einhalten. Zum Schutz der Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten wurde die Lebensmittelvollzugsverordnung verschärft. Risikoreiche nicht-tierische Lebensmittel aus Drittländern werden deshalb an den Flughäfen Genf und Zürich ab dem 1. Oktober 2020 verstärkt kontrolliert. Die Grenzkontrollstellen überprüfen in einem fünfstufigen Prozess, ob die risikoreichen nicht-tierischen Lebensmittel die neuen Anforderungen für die Einfuhr in die Schweiz erfüllen. Für den Importeur stellen die zusätzlichen Kontrollen eine neue Herausforderung dar. Schritt 1. Der Importeur muss die Waren vor der Landung des Flugzeugs elektronisch über das Trade Control and Export System, kurz TRACES, bei der Grenzkontrollstelle Genf oder Zürich anmelden. Schritt 2. Aufgrund der Anmeldung entscheidet die Grenzkontrollstelle, ob zusätzlich zur Dokumentenkontrolle eine Probenahme für die analytische Untersuchung erfolgen muss. Schritt 3. Nach der Landung der Ware werden die Dokumente der Grenzkontrollstelle zugeführt. Müssen nur die Dokumente kontrolliert werden und sind diese in Ordnung, gibt die Grenzkontrollstelle die Ware im TRACES frei. Der Importeur kann die Ware aus lebensmittelrechtlicher Sicht einführen. Muss zusätzlich zur Dokumentenkontrolle auch eine Identitätskontrolle der Ware vorgenommen werden, kann die Ware importiert werden, nachdem sie durch die Grenzkontrollstelle im TRACES freigegeben wurde. Wird zusätzlich zur Dokumentenkontrolle und Identitätskontrolle eine Probenahme angekündigt, wird die Ware gestoppt und beprobt. Schritt 4. Der Importeur bringt die Probe zur Überprüfung in ein akkreditiertes Labor seiner Wahl. Schritt 5. Das Labor untersucht die Probe und übermittelt die Ergebnisse an die Grenzkontrollstelle. Ist mit der Ware alles in Ordnung, gibt die Grenzkontrollstelle die Ware im TRACES frei. Der Importeur kann die Ware aus lebensmittelrechtlicher Sicht einführen. Entspricht das Resultat der Probenuntersuchung nicht den gesetzlichen Anforderungen, darf die Ware nicht eingeführt werden. Der Importeur entscheidet, ob er die Ware zurücksendet oder vernichten lässt. Der Importeur muss die Vernichtung der Ware selber organisieren. Da es sich um risikoreiche Produkte handelt, die verstärkt kontrolliert werden, trägt der Importeur alle anfallenden Kosten. Gut vorbereitete Importeure können durch eine korrekte und rechtzeitige Anmeldung und den schnellen Transport der Probe zum Labor die Abfertigung beschleunigen. Verstärkte Grenzkontrollen für risikoreiche, nicht-tierische Lebensmittel dienen dem Schutz der Gesundheit der Konsumenten und Konsumentinnen.